Sie wissen es natürlich, nach jeder Konfrontation kommt hier in der ZIB 2 die umfassende Analyse mit dem Politikwissenschaftler Peter Filzmaier. Guten Abend. Guten Abend. Und mit dem ZIB 2 Faktencheck, präsentiert von Ulla Kramer-Schmidt. Guten Abend. Ja. Herr Professor Filzmaier, sehr spät in diesem Wahlkampf haben wir heute also in den Konfrontationen noch ein neues Gesicht gesehen. Nicht so sehr in der Debatte an sich, aber natürlich in parteipolitischen Diskussionen. Wir kennen Josef Moser als langjährigen Rechnungshofpräsidenten, aber nicht so sehr als Politiker. Wie hat er sich denn in dieser neuen Rolle eingefunden? Er hat seinen Vorteil genutzt und es ist ein absoluter Vorteil für ihn, dass er als Rechnungshofpräsident bekannt ist und nicht als klassischer Politiker, denn das Image der Politik ist schlecht. Die aktuelle SPÖ-Facebook-Affäre wird es wohl auch nicht verbessert haben und die Vertrauenswerte für klassische Politiker sind oft im Bereich von Berufsgruppen eher zwielichtiger Milieus. Als Rechnungshofpräsident steht aber Moser für Expertenkommunikation. Das konnte er nahtlos in die Debatte mitnehmen, bei Themen wie beispielsweise Kompetenzverteilung und Föderalismus, auch bei der Transparenzdatenbank. Das einzige Risiko hat er ebenfalls klug umschifft. Das Risiko wäre gewesen, bisher konnte er Spezialist sein und durfte völlig zu Recht sagen, von Katalonien und den Konflikten mit der spanischen Nationalregierung habe ich mich bisher nicht so sehr interessiert. Aber da hat er die Frage sehr klug umschifft, indem er sofort umgeleitet hat auf Politik im Mehrebenensystem in Österreich und wieder gelandet ist beim Verhältnis von Bund, Länder und Gemeinden, wie die zusammenarbeiten oder eben auch nicht. Sebastian Kurz hat sich heute vertreten lassen, sonst wäre es nicht zu dieser Konstellation gekommen. Matthias Strolz und Sebastian Kurz kennen einander sehr gut von der ÖVP, aus der ÖVP, nicht so sehr wegen der Wahlkonfrontationen, da kommen sie natürlich auch oft zusammen. Und da haben wir bisher erlebt, dass Strolz schon sehr konfrontativ immer auf Kurz zugeht. War das heute also ein Nachteil, dieses neue Gegenüber? Ja, ganz hat dieses Schema nicht geklappt. Es soll ja so gewesen sein, dass Sebastian Kurz in sehr jungen Jahren mal bei Matthias Strolz auch einen Rhetorikkurs gemacht hat. Heute hatte ich eher den Verdacht, Moser hat diesen Rhetorikkurs gemacht, denn ich hätte nie geglaubt, dass jemand im Schnellsprechen wettbewerbsfähig mit Matthias Strolz ist und dass gar Matthias Strolz bei der Redezeit aufholen muss. Aber die Botschaft von Matthias Strolz war ja mangelnde Reformbereitschaft bei der ÖVP. Jetzt ist es so, dass ursprünglich die NEOS, das starke Wahlmotiv ihrer Anhänger, hatten frischer Wind, aber die neue Volkspartei mit Sebastian Kurz versucht ja, wir sind sozusagen die Rosafarbenen von einst in Türkis und auch wir verändern alles. Da wollte Strolz sicher an Kurz klar sagen, ja, aber sie sind ja schon lange in der ÖVP und die hat relativ alt gewirkt in manchen sogenannten Reformjahren. Warum haben sie da nicht schon mehr bewirkt? Bei Moser kann das nicht ankommen und das war ein Nachteil für Strolz, denn Moser hat gesagt, ich bin gar nicht Parteimitglied und eben erst jetzt bei dieser neuen Volkspartei. Ulla Kramer-Schmidt, wir müssen jetzt mal was aufklären. Wir alle drei und die ganze Redaktion schauen ja die Konfrontationen immer gemeinsam. Und heute am Ende der Konfrontation war relativ schnell klar, dass wir vor einem Problem stehen. Denn es gab heute nicht so diese großen Fakten, die wirklich nach einem Faktencheck rufen. Wir haben eine Situation gefunden, die uns aber ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Matthias Strolz hat der ÖVP vorgeworfen, sie immer wieder auch ein bisschen zu hindern, nachdem Strolz aus der ÖVP ausgeschieden ist. Und er hat gesagt, man habe versucht, ihm persönlich zu schaden als Unternehmer und auch Sepp Schellhorn, den Wirtschaftssprecher. Und da schauen wir uns erst einmal diesen Ausschnitt jetzt gemeinsam an. Sepp Schellhorn hat in den letzten 4 Jahren 19 Steuer- und Sonderprüfungen bekommen, seit er für uns im Parlament ist. Die 20 Jahre davor hat er nicht einen Bruchteil davon bekommen. Das sind alles Zufälle. Ja, das sind alles Zufälle. 19 Mal wurde Sepp Schellhorn geprüft, sagt also Matthias Strolz, ist sowas denn möglich? Also Sepp Schellhorn ist der Hotelier in Salzburg, hat dort Unternehmen an 3 Standorten und sitzt, wie gesagt, für die NEOS im Nationalrat. Und wir haben ihn jetzt, wie gesagt, er ist Hotelier, kurz vor der Sendung noch anrufen können. Und man muss vorausschicken, er nimmt es mittlerweile mit Humor. Er sagt, er hat in den letzten Jahren seine Mitarbeiterzahl nicht wesentlich verändert. Er hat keine groben Umbauten, Zubauten, sonstiges gehabt. Trotzdem sei er eben seit 2014 schon 19 Mal überprüft worden. Und er hat uns auch gesagt, von wem. Er hat gesagt, 3-mal hatte er eine Finanzprüfung, 3-mal hat die Gebietskrankenkasse bei ihm angeklopft. Es gab eine gewerberechtliche Vollüberprüfung seines Stammhauses in Goldegg, eine Brandschutzüberprüfung durch die Gemeinde. 3-mal hat das Arbeitsinspektorat vorbeigeschaut
Und man glaubt es nicht, 8-mal die Lebensmittelaufsicht macht in Summe 19 Prüfungen. Und jetzt konnten wir natürlich, ja, und er hat noch gesagt, das stimmt, was Matthias Strolz sagt, er sagt, in den 20, 25 Jahren zuvor, bevor er Abgeordneter geworden ist, hat nur einmal die Gebietskrankenkasse bei ihm vorbeigeschaut. Und jetzt konnten wir natürlich aufgrund der fortgeschrittenen Stunde nicht mehr bei den Behörden nachfragen. Aber wir haben uns jetzt vorgenommen, wir werden jetzt morgen Anfragen an die aufgezählten Behörden hinausschicken und einmal fragen, welches gesteigerte Interesse sie eigentlich an Sepp Schellhorn haben. Und wir werden sie dann spätestens am Freitag die Antworten wissen lassen. Kein Tag quasi mehr ohne Faktencheck. Die Neos haben sich bei ihrer Gründung als jüngere, frischere Ausgabe der ÖVP positioniert. Jetzt kommt die ÖVP mit Sebastian Kurz und sagt, jünger, frischer, neuer sind wir selbst. Wir sind die neue ÖVP. Beide Parteien, beide Parteichefs fischen also quasi im selben Wählerteich. Wer hat das denn heute besser gemacht, Moser oder Strolz? Ganz so stimmt es nicht. Es gibt einige Wählergruppen, wo man wirklich in unmittelbarer Konkurrenz fischt. Das ist beispielsweise bei Wählern mit überdurchschnittlichen guten bis auch sehr guten Einkommen. Die wählen zu einem hohen Anteil entweder ÖVP oder Neos. Das ist beispielsweise bei Wählern mit dem formalen Bildungsgrad mindestens Matura oder noch mehr, heißt also Studium. Aber es gibt auch entscheidende Differenzen, die nicht wirklich zum Ausdruck gekommen sind. Beispielsweise bei Gemeinden unter 2500 Einwohnern. Da war bei der letzten Nationalratswahl jedenfalls die ÖVP im Schnitt mindestens 10-mal besser als die Neos, teilweise auch 15, 20-mal. In den Städten hat die größere ÖVP aber nur ein Verhältnis von 2:1. Oder anders gesagt, jeder vierte Neos-Wähler muss, wenn sie es denn in den Nationalrat schaffen wollen, aus Wien kommen. Bei der ÖVP war es zuletzt nicht einmal ganz jeder Zehnte. Aber natürlich kann man das auch so sehen, da geht es dann erst recht wieder um Konkurrenz. Denn Sebastian Kurz muss es ja schaffen, hier den Wähleranteil der ÖVP auch in den Städten zu verbessern. Von beiden Kandidaten habe ich da nicht wirklich die Zielgruppenansprache wahrgenommen. Es gab kaum Situationen, in denen die beiden Kandidaten wirklich völlig uneins waren. Sie hatten natürlich immer graduelle Unterschiede, aber so wirklich vollkommen aneinander geraten sind sie sehr, sehr selten. Außer am Schluss, da wurde es sehr, sehr konfrontativ. Da ging es um die Pensionen und Matthias Strolz war da sehr angriffig. Da schauen wir jetzt mal kurz rein. Sebastian Kurz hat zuletzt auch seine Position verlassen. Das ist ja nicht das Thema. Die ÖVP war für Pensionsautomatismus, für die Angleichung des Frauenpensionsalters. All diese Pensionsansagen verlassen Sie, sowohl der Sebastian Kurz und jetzt knickt auch der Josef Moser ein. Nein, im Gegenteil. Das ist eine große Enttäuschung. Nein, im Gegenteil. Es geht einmal darum. Aber Sie sagen, wir brauchen es jetzt nicht. Nein, im Gegenteil. Es geht darum, dass Sie rudern herum. Sie rudern, das ist der Karuda-Kurs. Das ist ja Wahlkampf. Dass man endlich das beseitigt. Seien Sie bitte klar. Sie schwurbeln herum, sagt Matthias Strolz da zu Josef Moser. Das war ganz, ganz am Schluss in den letzten Minuten der Debatte, die an sich ja sehr ruhig geführt wurde. Ja, wurde auch als hochstehend eigentlich qualitativ empfunden von vielen auf Social Media. Wie passt denn das zu der ganzen Diskussion? Ja, Matthias Strolz hat nicht nur recht, dass Wahlkampf ist, sondern er ist auch ein kluger Stratege. Oder anders gesagt, er hätte geradezu eine strategische Denkschwäche und davon ist er weit entfernt, wenn er nicht die Pensionsreform viel energischer mit radikalen Veränderungen einfordert, denn da kann er nichts verlieren. Nur ca. 2% der über 60-Jährigen, und in Österreich ist das ja mit den Pensionisten fast identisch, wählen Neos. Man lebt eher von den Stimmen der ganz Jungen und weil das relativ wenige unter den Wahlberechtigten sind, der 30- bis 50-Jährigen. Und im Umkehrschluss kann hier Moser, wo man sich sonst bei anderen Reformbedürfnissen sehr einig war, nicht mitgehen, denn die ÖVP wird zu einem Drittel, bei älteren Frauen sogar zu einem noch höheren Anteil von eben den Menschen, die schon in Pension sind oder knapp davor stehen, gewählt. Und das ergibt logischerweise diesen Gegensatz. So gesehen würde ich überhaupt das Fazit sehen. Beide haben hier ihre Punkte gemacht und da wirklich die Zielgruppe angesprochen. Wir sehen einmal noch Matthias Strolz und einmal noch Ulrike Lunacek in diesen zwei Konfrontationen, nämlich am kommenden Donnerstag. Da sehen auch wir einander wieder. Wir sehen uns aber auch noch nächste Woche. Danke fürs Kommen für heute. Ja.